Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video, ne? Wir haben unseren Freitagsvlog mal auf Donnerstag verlegt. Also, es kommt immer noch am Freitag raus, aber ich dachte mal, es wäre eventuell klüger, am Donnerstag das aufzunehmen und im besten Fall schon geschnitten zu haben und es dann am Freitag einfach hochzuladen, anstatt am Freitag alles zu machen, während man halt selbst noch arbeiten muss, ne? Deswegen nehmen wir das jetzt am Donnerstagabend auf und dann kommt das halt ohne Verspätung. Ich weiß gar nicht, kam es letzte Mal mit Verspätung? Ich glaube, ich habe mich nur ein bisschen abgehetzt. Aber sonst kam es ja eigentlich ganz pünktlich. Und ja, das ist die zweite Folge, wenn man es eine Folge nennen möchte von diesem. Ich laber jetzt einfach mal ins Mikrofon rein und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich hab das letzte Woche aufgenommen und habe mir so gedacht, so ja, das wird jetzt wahrscheinlich kaum einen interessieren, weil der Kanal war jetzt sehr, sehr lange tot, haben nichts gemacht und jetzt kommt der Typ einfach wieder da und fängt an, hier einen auf Vlog zu machen und verhältnismäßig war das jetzt nicht zu verachten. Also ich habe mich sehr drüber gefreut, andere haben sich auch, naja, gefreut würde ich jetzt nicht sagen, aber sie fühlten sich unterhalten von diesem Video. Ich habe da schönes Feedback bekommen, nicht nur über die Metrik halt, sondern auch über Direktnachrichten, sei es über Discord oder halt WhatsApp haben mir Bekannte dann halt geschrieben und fanden dann halt das toll, wie ich es umgesetzt hatte, weil wir einiges jetzt neu ausprobiert haben, wie zum Beispiel mit dem Thumbnail habe ich ja, da habe ich mich ja ein bisschen was getraut, haben wir was Neues ausprobiert und hat alles eigentlich auch Spaß gemacht und dafür, dass es einfach nur so ruhig daherlabern ist, klar, warum nicht, ne, kann man machen, nehme ich mit. Deswegen auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Jetzt fängt die Katze an, ein bisschen rumzudaddeln. Das darf sie ja, ne? Ist ja kleine Prinzessin. Und ja, fangen wir einfach mal mit diesem Labervideo an. Ich hoffe, die Katze ist jetzt nicht zu laut. So, ja, diese Woche, was stand an? Genau, diese Woche ist relativ schnell vorbeigegangen. Wir hatten den Montag. Da der Montag stand komplett im Sinne der, was habe ich gemacht? Hauptsächlich Schnitt, ne? Ich habe das Dienstag-Video für diese Woche fertig gemacht. Am Montag habe da alles geschnitten, editiert, Thumbnail gemacht und das dann halt für YouTube bereitgestellt. Und ja, ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, das Video, das könnte, ich habe es mir anders vorgestellt. In meinem Kopf wäre das Video anders gewesen. Aber es ist tatsächlich an meiner Schnittkunst gescheitert, dass ich es nicht so machen konnte. Vielleicht Schnittkunst und Zeit. Vielleicht war die Art, wie ich es schneiden wollte, schon die richtige. Doch die Zeit war nicht mehr da. Und ich musste halt abwägen. Entweder ich probiere noch ein bisschen rum. Oder ich sorge dafür, dass das Video zumindest rechtzeitig kommt. Es hat wahrscheinlich an einer Schnittkunst und Zeit halt daran ist es gescheitert. Daran hat es gehapert. Und ich habe mich halt entschieden, okay, ich mache jetzt das Video so, wie ich denke, dass es dann auch noch halbwegs fertig, also dass es fertig wird und halt noch halbwegs in Ordnung. Aber so wie es ja alles dann am Endeffekt geworden ist, war ja auch ganz in Ordnung, ne? Und es sollte auch so ziemlich einer der letzten produktivsten Sachen dieser Woche werden, weil ich wurde, am Montag hat es sich schon angekündigt, so langsam. Und ab Dienstag krank. Mittwoch krank. Und heute Donnerstag, es geht zwar mittlerweile, ich war heute auch wieder arbeiten, aber ich merke, mein Hals macht noch nicht so hundertprozentig mit. Das ist aber alles halb so schlimm. Ich habe hier meine schwedische Blaubeeren. Und ja, damit hole ich mich jetzt so ein bisschen. Gestern Nachmittag ging es mir dann schon ein bisschen besser wieder. Dann habe ich die Zeit genutzt, um Tales of Arise mal weiterzuspielen. War ja schon relativ am Ende, glaube ich. Und ich denke mal, ich bin jetzt beim letzten Arc. Sieht jedenfalls so aus. Und da wir jetzt ein verlängertes Wochenende haben, denke ich mal, werde ich das jetzt schön zu Ende daddeln. Da habe ich Tales of Arise auch durchgespielt und kann auch sagen, wie toll es ist. Gut, was ist dann für die kommende Woche geplant? Nee, wir sind noch gar nicht mit dieser Woche fertig, ne? Morgen, der Freitag. Also wenn das Video rauskommt, sind wir vielleicht schon live. Wir sind nämlich wieder mit Snorri und Olli Crusader Kings 3 am Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Stand war. Ich glaube, wir fangen eine neue Runde an.
glaubt, das war, womit wir geendet haben, dass wir so ein bisschen unzufrieden waren mit unserem Match und dass wir ein bisschen blöde Einstellungen hatten. Oder wir hatten damit schon angefangen und ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall Crusader Kings 3. Ich könnte mich ja ein bisschen wieder einspielen, aber ich werde dafür wahrscheinlich gar keine Zeit haben. Weil wir haben ja noch das Samstag-Video für diese Woche und ich habe da bislang nur das Skript. Und ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich damit fertig bin. Ich glaube aber ja, aber ich muss das noch aufnehmen. Ich hätte es jetzt noch aufgenommen, aber es ist schon relativ spät. Mein Hals. Ich merke schon, das wird direkt alles trocken. Deswegen versuche ich das alles Freitag und Samstag noch zuzuquetschen. Ich glaube, es wird auch gar nicht so lang, das Video. Deswegen sollte das eigentlich klappen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das denn ankommt. Und vor allem, wie ich das Video schneide. Ich versuche zumindest da mal was Neues mit einzubringen. Aber dann sehen wir ja am Samstag, was daraus geworden ist. So, dann haben wir schon die kommende Woche und die kommenden Videos damit. Da mache ich das ganz kurz. Dienstag mache ich ein kleines Video zur BlizzCon, beziehungsweise zur Absage der BlizzCon, beziehungsweise BlizzConline. Ich will da bezüglich zu WoW und dem Addon und den Content-Patches meinen Senf da lassen. Da machen wir ein kleines schönes Video. Freue ich mich auch ein bisschen darüber zu reden, weil da habe ich auch schon mal mit dem Score jetzt ein bisschen gesprochen gehabt, beziehungsweise das Thema angebrochen. Und ich glaube, es ist einfach ein interessantes Thema, worüber man reden kann und warum dann nicht auch als Video festhalten. Und am Samstag machen wir es auch ganz easy. Wir haben zwar nicht viele, aber wir haben einige Clips auf Twitch. Und ich dachte, man könnte ja mittlerweile mal so eine Art kleines, nennen wir es mal Best-of machen. Ne? Es wird kein langes Video, aber ich gucke mir mal die ganzen Clips an, schneide die dann schön zusammen und dann bringen wir das wie so ein kleines Best-of einfach auf YouTube. Ne? Warum nicht? Warum nicht irgendwie auch verwerten? Ne? Das muss man ja auch mal machen. Und ja, das ist so die kommende Woche. Ich habe ansonsten nicht viel anderes geplant. Ja, die zwei Videos Montag. Ich gehe mal von frei aus. Und ja, ansonsten passiert halt privat nicht so viel. Es ist halt momentan sehr schwer, alles zu koordinieren. Corona spielt wieder ein bisschen verrückt, beziehungsweise die Menschen inklusive Corona spielen ein bisschen verrückt. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwer, halt was zu unternehmen. Mit Japan habe ich zwar ein paar neue News, die halt für uns als Gruppe interessant sind, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob es sich da lohnt, drüber zu sprechen. Entwicklertechnisch bin ich jetzt auch nicht so weiter, weil, wie gesagt, diese Woche war ich entweder am Schneiden, am Aufnehmen oder krank. Ja, werden wir dann halt sehen, was sonst so die nächste Woche kommt, ne? Ansonsten werde ich ja über Twitter und Co. halt euch auf dem Laufenden halten. Und im Zweifel mache ich halt noch ein Video, ne? Das hält uns ja nicht davon ab, Videos zu machen. Und ja, ansonsten dachte ich mir, können wir ja ein bisschen darüber reden, was ich mir ja sonst so vorgestellt habe, was wir so machen könnten, ne? Weil wir handeln uns jetzt so ein bisschen Video zu Video durch, ne? Es hat jetzt, ich glaube, eine Woche geklappt, beziehungsweise zwei. Zwei Wochen hat es jetzt, glaube ich, geklappt, wo ich dann immer Dienstag und beziehungsweise zwei Videos pro Woche mache. Fangen wir erstmal so vorsichtig an. Wir sind jetzt beim zweiten Video mit diesem Vlog und ja, ich würde gerne wieder was mit Gaming machen, also wirklich Gameplay auch. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, was, ne? Über Let's Plays müssen wir nicht reden, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. So einfach runterstreamen möchte ich jetzt ein Spiel auch nicht wirklich, zurzeit zumindest nicht. Da will ich einfach, wie letzte Woche angesprochen, Twitch für besondere Momente bereithalten. Nicht, dass ich es für irgendwas warm halten müsste oder so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Das Problem ist mit interessantem Gameplay, es wäre halt immer verbunden mit etwas Langfristigem. Da werde ich auch nicht abgeneigt, was zu machen. Generell wäre es sowieso ein Wunsch von mir, etwas zu machen, was auch langfristig in Produktion wäre oder in Vorbereitung, sagen wir es mal auch so. Das hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass ich das gerne machen wollen würde.
Aber da weiß ich noch nicht wirklich ganz wie oder was. Ich habe mir überlegt, dass man wieder so ein bisschen in die Shooter-Schiene gehen könnte. Da ein bisschen, ich sag mal, zu trainieren und dann in Valorant oder CSGO als bis zu einem bestimmten Rang zu kommen. Ich habe da jetzt nicht vor. Also es muss ja noch nicht mal so unbedingt so etwas sein wie Road to Global oder Road to Immortal oder wie das jetzt bei Valorant heißt. Aber ich denke, es wäre ganz cool, dennoch mal wieder einen Shooter zu spielen. So einen Shooter zu spielen, habe ich generell Bock zu. Aber ja, das wäre, und da sehe ich das andere Problem mit. Das wäre etwas, was man wahrscheinlich zusätzlich machen müsste. Nämlich, das wäre nichts, was man halt, womit man halt diese Dienstag-Samstag-Videoslots füllen könnte, ne? Klar, man könnte so etwas wie mit dem Shooter machen und yo, wir machen einen Progress. So, zeigen den alle jede Woche, alle 2 Wochen, whatever. Aber das wäre halt auf. Also klar, es wäre Aufwand, ne? Nichts kommt einfach so. Aber das nochmal wöchentlich mit einzubringen, wäre eventuell gerade ein bisschen too much für mich. Einfach weil ich bin mit den Videos, die wir jetzt haben, schon gut beschäftigt. Dann habe ich halt noch so meine privaten Sachen am Laufen. Also das ganze Programmierzeug, Japanisch lernen, was ja auch schon wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, was aber nicht gewollt war. Und dann generell auch, naja, der ganz normale Job, ne? Da habe ich eventuell bald mehr Freiraum. Zumindest ist das der Plan. Das zu erreichen, aber da müssen wir noch, muss ich auch mal ein bisschen gucken. Da habe ich mich schon beim Chef angekündigt, dass wir ein bisschen palabern wollen. Und ja, müssen wir mal gucken. Generell würde ich auch Sachen machen, was andere mit inkludieren würde, ne? Irgendwie wieder Stuff mit anderen was zu machen. Muss noch nicht mal so etwas sein wie diese, ich nenne es mal Talkshows, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Worauf wir uns da festgelegt haben, wie wir es jetzt nennen wollen. Aber ich glaube, Talkshows wie das letzte Mal dann halt mit Grauton. Was ich zwar auch gerne wieder machen wollen würde, aber ja, da fehlt so ein bisschen A, die Leute und halt B, die Vorbereitung dann. Aber ja, einfach so irgendwas mit Leuten zu machen. Sei es etwas Aufwendigeres, wie gerade beschrieben, oder halt man daddelt dann mal was zusammen. Man spielt eine Runde CSGO zusammen und lädt. Oder mehrere Runden CSGO und dann lädt man eine schöne Runde hoch. Oder einen schönen Zusammenschnitt. Macht das als Video, ne? Das wäre ja auch etwas, was man eventuell mit einem langfristigen Projekt ja verbinden könnte. Oder sei es sowas so Simples wie eine Runde Among Us. Oder was ich auch ganz cool fände, ne? Ich habe eine Switch hier, also warum nicht nutzen? Warum dann nicht so etwas spielen wie Mario Party oder Mario Kart, ne? Das letzte Mal, da habe ich die 2 Spiele mit anderen gespielt, das war. Wobei bei Mario Kart stimmt das nicht. Mario Kart habe ich noch mit anderen gespielt über Mario Kart DS, aber Mario Party war das letzte, das war auf der N64, also schon eine Weile her, ne? Deswegen, warum nicht? Aber das ist halt so alles das Problem. Da braucht man die Leute, die halt auch Bock dazu haben und Leute kennt man, klar. Aber die auch dann Bock dazu haben, das halt als Content auch zu machen. Weil für mich ist es immer eine Sache. Jo, wir daddeln jetzt zusammen ein bisschen und sind halt privat gerade gut drauf. Oder man geht dann halt mit, ich sag mal vorsichtig, mit Creator-Kollegen und macht dann halt was zusammen und will das auch wirklich auch als Content vorbereiten, weil dann geht man die Sache auch anders an. Ich würde da gerne mehr Leute kennenlernen, die auch irgendwie einen Kanal am Führen haben. Sei es halt über Twitch oder YouTube oder beides. Fände ich sehr cool, sich da in Verbindung zu setzen. Hier für Valorant und so. Da wird mir ja direkt Yumiko einfallen, ne? Tolle Streamerin. Hat früher viel WoW gestreamt. Jetzt, ich glaube, gerade hat sie, zum Beispiel jetzt ist sie gerade, glaube ich, mit Life is Strange dran, also sie hat Singleplayer-Projekte, ist aber auch sehr viel Valorant am Daddeln, so wie ich das mitbekommen habe. Das wäre ja eigentlich perfekt, ne? Wenn ich sage, ich habe Bock, irgendwie was mit Shootern zu machen. Deswegen, ja.
Herr Marco, ich glaube, ich drehe mich gerade so ein bisschen im Kreis, reden ein bisschen zu viel, auch wenn das Video dafür da ist, aber wir wollen es ja nicht zu lang strecken. Wir beenden es hier einfach mal und ich würde einfach mal Danke sagen fürs Zuhören und ja, ne? Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar, Feedback, ne? Vor allem was hier so Zukunftsprojekte angeht, könnt ihr gerne Ideen rauswerfen, reinhauen, wie man es jetzt verbalisieren möchte. Und dann kann ich mir eventuell die ein oder andere Idee ja auch klauen. Und ja, ansonsten sehen wir uns bei einem der anderen Videos, ne? Oder beispielsweise jetzt beim Stream, ne? Wenn das Video jetzt rauskommt und wir Crusader Kings am Spielen sind, ne? www.twitch.tv/derrocklane. Aber wird auch wahrscheinlich hier irgendwo in der Videobeschreibung sein. Ja, das war's von mir. Wenn das Video kommt, haben wir Freitag, daher schönes Wochenende. Bye bye, liebenswerte Rocklane.